Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal aus dem Büro, aus dem ganz einfachen Grund, da das Internet hier tausendmal besser ist. Also ich habe für mein letztes Video circa eine Stunde gebraucht, ist im Gegensatz zu dem vorletzten Video, das 2 Tage brauchte, natürlich wesentlich besser. Also ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Videos recht gut und schnell hochladen zu können. Dementsprechend sollte es auch kein Problem sein, die gegebenen Zeiten einzuhalten. Ja, und der zweite Grund ist, wir sind mittlerweile, ich glaube, 16 Personen in der Villa. Dementsprechend weiß ich noch nicht, inwiefern ich da in Ruhe aufnehmen kann oder ob ich da irgendwie gestört werde. Deswegen vorerst mal die Videos im Büro. Ja, wie ihr wisst, Sonntag, es gibt wieder ein Video über meine Woche. Ich muss sagen, sie war eigentlich relativ kurz, also was die Arbeitswoche anging zumindest. Die Woche fing mal wieder sonntags an. Sonntag war war eigentlich komplett ausgeplant mit Präsentationen. Die Teilnehmer der Schulung, an der ich, wie ihr wisst, ja auch an einem Tag teilnehmen durfte, haben vorgestellt, was sie während der 2-wöchigen Schulung alles gelernt haben. Es war im Großen und Ganzen sehr interessant. Die Vorträge waren auch wirklich innovativ, kann man sagen. Also sie haben sich definitiv was einfallen lassen, haben ihre Kreativität ausgelebt und die ein oder andere Vorstellung oder Präsentation war sogar sehr amüsant. Also es wurde immer so ein kleines Stückchen Entertainment eingebaut. Dementsprechend ging der Tag auch relativ schnell rum und es gab noch ein Highlight an diesem Tag, was das Essen angeht. Zum einen gab es ein Buffet, das war echt relativ gut, aber das beste Essen waren immer noch die deutschen Brezeln, die von den Leuten, die die Schulung durchgeführt haben, selbst gemacht wurden. Die beiden, denen diese Organisation, sage ich mal, gehört, sind ebenfalls Deutsche, kommen aus München, also passend dazu machen sie eben hier und da auch mal ein paar deutsche Brezeln und haben die dann mitgebracht. Das hat mich natürlich sehr erfreut, neben Chicken und Rice auch mal eine ordentliche deutsche Brezel essen zu können. Also im Großen und Ganzen war der Tag echt cool. Dann folgten 2 weitere Arbeitstage, in denen eigentlich nichts Großartiges passiert ist. Des Weiteren waren wir noch im sogenannten Muscat City Center, eines der größten Supermärkte, die es wohl hier in der Gegend gibt. Es war auch, ja, beeindruckend, würde ich schon sagen. Also es war ungefähr vergleichbar mit großen Einkaufsstätten in Deutschland. Aber gemessen an sonstigen Supermärkten hier im Oman war es doch schon sehr groß. Es gibt auch ein Kino drin und einen Haufen zu essen, einen Haufen Kleider, also sämtliche Shops eigentlich, dann noch einen eigentlichen Supermarkt, wie man kennt, so eine Art Aldi eben. Dann noch zu der Story, die mir im Muscat City Center passiert ist. Ich habe das letzte Video ja schon angekündigt. Ich habe versucht, ein paar Aufnahmen von dem Innenraum des Muscat City Centers zu machen, ein paar Läden zu filmen, euch zu zeigen, was es dort alles gibt. Ja, während ich das getan habe, ich war relativ vorsichtig, ich habe den Display unten gelassen und die Kamera so ein bisschen versteckt, aber die wachsame Security hat natürlich gemerkt, dass ich am Filmen bin, hat mich dann sofort angehauen, hat mich zuerst mal auf Arabisch zugequatscht, ich habe natürlich kein Wort verstanden, habe ihn erstmal wahrscheinlich angeguckt wie, keine Ahnung, mit großen Augen einfach. Und ja, dann habe ich ihm verklickert, dass ich kein Arabisch kann, dass ich nur Englisch spreche, dann hat er es auch relativ gut in Englisch übersetzt, hat mich auch wieder freundlich darauf hingewiesen, aber dennoch bestimmt darauf hingewiesen, dass ich das Filmen hier unterlassen soll, da einige Läden das nicht möchten. Gut, dann musste ich die Kamera natürlich leider wegpacken, aber ich denke, einen groben Einblick ins Muscat City Center habe ich euch geben können. Ich bin mir sicher, dass wir auch noch das eine oder andere Mal wieder dorthin fahren und naja, ich werde einfach die Kamera wieder auspacken. Ich meine, ein paar Grenzen kann man ja ruhig ausreizen. Der sogenannte Eid al-Adha war dann auch, das ist ein Feiertag hier in der arabischen Welt und der Sultan war so gnädig und neben des eigentlichen Feiertages, der donnerstags war, auch noch einen weiteren freien Tag, nämlich den Mittwoch, zu gewährleisten. Der Eid ist ein sehr wichtiger Feiertag in der arabischen Welt, da während dieses Feiertags Richtung oder nach Mekka gereist wird, um dort dieses Ritual am sogenannten Kaaba durchzuführen. Dieses Jahr ist es leider dort zu einer Massenpanik gekommen, wodurch einige Menschen starben.
Das ist natürlich sehr schade, wenn an so einem heiligen Tag, an so einem heiligen Ort dann Blut vergossen wird. Für uns ging es während dieses langen Wochenendes auf einen Roadtrip. Wir haben uns ein paar Feldbetten besorgt, haben die ins Auto geladen, ein bisschen Proviant eingeladen und eben alles, was wir so gebraucht haben für die 3 Tage, die wir insgesamt unterwegs waren, und sind einfach an der Küste entlang gefahren, haben ein paar Städten besucht und einige Sehenswürdigkeiten gesehen. Dazu habe ich natürlich auch wieder Videos gedreht. Diese Videos werde ich wahrscheinlich, ich weiß es aber noch nicht genau, in 2 oder 3 Videos teilen. Und diese dann innerhalb der nächsten Woche hochladen. Ich vermute, dass es 2 Videos werden und dann werden diese am Dienstag und Donnerstag hochgeladen werden. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war wirklich sehr interessant. Es gab viel zu sehen. Wir haben zum Beispiel Kamele gesehen, ich war hautnah dran. Ich kann euch nur empfehlen, da auch wieder einzuschalten, da ich einige Eindrücke einfangen konnte und es teilweise auch sehr lustig war. Und wir waren auch in 2 Wadis. Das sind hier, ja, man kann sagen, ausgetrocknete Flussbetten. Hier gibt es zwar keine Flüsse, aber wenn es regnet, dann regnet es hier richtig viel und dann werden diese Wadis immer überschwemmt. Dementsprechend fruchtbar ist auch der Boden und dementsprechend viele grüne Palmen oder sonstige Bäume wachsen dort eben. Also es ist ein recht schöner Anblick. Teilweise ist auch noch Wasser in diesen Wadis vorhanden, da es vor, ich glaube, 3 Wochen erst geregnet hat. Und wir waren ein bisschen schwimmen, sind von Klippen gesprungen. Also das war ein Erlebnis, das ich natürlich gerne mit euch teilen würde. Dann geht es weiter mit dem Samstag. Nein, dem Freitag. Entschuldigung, ich bin immer noch durcheinander mit den Wochentagen. Wie soll es auch anders sein? Also wir waren Mittwoch, Donnerstag und Freitag unterwegs, kamen dann Freitagnachmittag auch wieder in der Villa an und haben einige neue Mitbewohner kennengelernt. Mittlerweile sind wir 16 Leute, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe. Ich habe auch mittlerweile einen Zimmergenossen, nämlich der Max ist zugestoßen. Ja, ich denke, er ist ein ganz cooler Typ. Er ist Köln-Fan, genauso wie ich. Also von daher dürften wir zumindest, was den Fußball angeht, auf einer Wellenlänge sein. Und ich denke, wir kommen ganz gut klar. Ja, der letzte Tag der Woche, der Samstag, lief dann auch relativ ruhig ab. Wir haben uns fast alle am Tisch eingefunden, ein bisschen gequatscht, geplant, was werden wir heute tun. Das hat dann eigentlich alles sehr lange gedauert, wodurch der Tag, ja, man könnte fast sagen, verplempert wurde. Aber im Endeffekt sind wir dann doch noch am Strand angelangt, haben ein bisschen mit einem Ball gespielt, uns unterhalten, den Sternenhimmel angesehen. Es war fast Vollmond, dementsprechend hell war es am Strand bei Nacht. Also wir haben kein Licht gebraucht. Es war wirklich sehr gemütlich und entsprechend der Temperaturen hier auch konnte man es gut aushalten.